Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Viele kennen vielleicht das Problem, wenn sie zum Beispiel Astrofotografie machen oder auch bodennahe Filmaufnahmen, dass man sich dabei ganz schön den Hals verrenken muss, damit man überhaupt etwas auf dem Display erkennt. Denn auch bei moderneren Kameras, wo es so einen Klappmonitor gibt, da kann man das wunderbar schon ausrichten. Aber wenn die Kamera jetzt Richtung Himmel schaut, um zum Beispiel die Sterne fotografieren zu können, und man dreht sich den Monitor so, dann verrenkt man sich trotzdem irgendwie den Hals, um etwas sehen zu können. Und außerdem hat man das Problem, das Display ist sehr klein. Aus diesem Grund gibt es Field-Monitore. Das heißt, auf der Kamera wird ein größerer Monitor angebracht. Und darauf kann man natürlich viel besser Details erkennen. Und es ist auch viel leichter, den auszurichten und so weiter. Und genau aus diesem Grund möchte ich euch heute einfach mal zeigen, wie man sein Smartphone zu einem Field-Monitor umbauen kann. Das Ganze braucht zusätzliches Material, das kostet etwa um die 30 Euro, aber für 30 Euro ein Field-Monitor ist unschlagbar günstig. Ihr könnt gerne mal schauen auf den ganzen verschiedenen Verkaufsplattformen, so ein Field-Monitor in einer ordentlichen Größe, so vielleicht um die 7 Zoll, kostet locker 300, 350 Euro. Ich erkläre euch, wie man es für 30 Euro machen kann. Viel Spaß im heutigen Film. Fangen wir erst einmal an mit den Dingen, die ihr benötigt. Als erstes natürlich eine Kamera und die Kamera sollte zumindest einen HDMI-Ausgang haben. Oder halt auch USB-C, das wäre eine Alternative, das geht auch. Aber in meinem Beispiel hier geht es jetzt um einen HDMI-Ausgang und der befindet sich jetzt bei mir an der Seite der Kamera und ist auch gekennzeichnet durch ein HDMI. Hierbei handelt es sich um einen Micro-HDMI-Ausgang. Und der dient halt dazu, dass das aufgenommene Signal überhaupt erst nach außen transportiert wird. Um jetzt weiterarbeiten zu können, benötige ich ein Kabel. Und zwar hat das auf der einen Seite einen ganz normalen Micro-HDMI-Ausgang und auf der anderen Seite dieses kurzen Kabels, das hat eine Länge von, ich glaube, 20 cm oder 30 cm, ist halt ein normaler HDMI-Stecker. Das brauchen wir halt, denn wir müssen das Videosignal aus der Kamera heraus durch das gerade vorgestellte Kabel in eine Video Capture Card einspeisen. Und die dient dazu, dass das Signal, was aus der Kamera herauskommt, so umgewandelt wird, dass es visuell auf meinem Monitor zu erkennen ist. Ich habe jetzt hier diese Video Capture Card genommen. Das soll jetzt keine Werbung sein. Ihr könnt auch gerne irgendeine andere nehmen. Schaut einfach mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Wichtig ist halt nur, dass ihr auf der einen Seite diesen HDMI-Eingang habt und auf der anderen Seite den entsprechenden Anschluss für euren Monitor. In meinem Fall ist das so, dass ich bei dieser Video Capture Card hier auf der Seite den HDMI-Eingang habe und auf der Seite ein USB-C, wobei hier auch ein Adapter dabei war für normales USB. Das heißt, man könnte das Signal aus der Kamera heraus durch diese Capture Card auch zum Beispiel direkt in den PC einspielen oder in den Fernseher im Wohnzimmer. So, das sind die beiden Sachen, die grundlegend benötigt werden, plus halt die Kamera. Als Monitor gehe ich einfach hin und verwende mein Smartphone, weil ich denke, in der heutigen Zeit wird wohl jeder ein Smartphone haben oder zumindest die meisten Leute haben ein Smartphone. Und in meinem Fall habe ich eins mit USB-C-Anschluss. Das bedeutet, ich kann das Videosignal aus der Kamera heraus hier drauf darstellen. Dazu benötigt es dann noch einige Apps, die stelle ich euch gleich vor. Aber wichtig ist halt, dass wir über die Kabel das Signal erstmal in die Kamera reinbekommen. Und um die Kamera ordentlich zu befestigen, habe ich es so gemacht. Ich habe mir einen ganz günstigen Kugelkopf bestellt. Der kostet nämlich 5 Euro. Übrigens zu den Preisen. Diese Video Capture Card, die kostet zwischen 10 und 15 Euro, je nachdem, welches Modell ihr da nehmt. Das HDMI-Kabel kostet 5 Euro. Dieser Kugelkopf kostet tatsächlich auch nur 5 Euro. Das heißt, wir wären jetzt insgesamt bei 25 Euro. Und ich habe hier noch so eine Handyklemme, also eine Smartphone-Klemme, die halt auf dem Kugelkopf befestigt wird, damit man das Smartphone da einspannen kann. Wenn ihr den Kugelkopf bestellt, ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass der auf der Unterseite diesen Blitzschuh, Sitz hat. Das heißt, ich mache es so, ich habe ja auf der Kamera hier oben den Blitzschuh. Falls eure Kamera keinen Blitzschuh hat, gibt es auch Möglichkeiten. Aber die meisten Kameras haben so einen Blitzschuh. Das heißt, man kann,
den Kugelkopf einfach hier draufsetzen, festschrauben, die Handyklemme oben drauf und dann kann man das Smartphone wunderbar da reinsetzen. Und man hat halt hier den Vorteil, dass man das wirklich völlig frei gestalten kann. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn die Kamera drauf ist. Dann wird das wahrscheinlich etwas klarer werden. Wenn man das Ganze dann verkabelt hat, dann sieht es so aus. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Handyklemme, Smartphone eingesetzt, diesen kleinen Kugelkopf sowie die Verkabelung angeschlossen. Und das eigentliche Display der Kamera bräuchte ich jetzt schon nicht mehr. Das sieht jetzt natürlich so halt sehr groß und schwierig aus. In der Regel fotografiert man ja von einem Stativ aus. Das heißt, wenn, und ihr seht, das ist recht stabil, obwohl das so ein günstiger Kugelkopf ist. Aber der muss halt auch kein Gewicht tragen. Wenn man jetzt zum Beispiel so Richtung Himmel fotografiert und ich kann das jetzt mal ein bisschen umstellen, selbst so, wenn die Kamera so Richtung Himmel schaut, dann kann man hier wunderbar alles ablesen. Damit das Bild jetzt zu erkennen ist auf dem Smartphone, benötigt es noch eine App und die stelle ich euch jetzt vor. Auch bei den Apps gibt es natürlich einige verschiedene. Einfach mal im Google Play Store schauen oder halt bei Apple schauen. Ich habe jetzt OTG View heruntergeladen. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Und es gibt noch eins, das heißt, glaube ich, USB-Kamera. Möglicherweise bietet aber der Hersteller eurer Kamera auch direkt ein eigenes Programm an, was dazu dient, die Informationen auf dem Bildschirm darzustellen. Und ich zeige euch das jetzt mal. Und ich habe das Ganze jetzt hier schon eingerichtet. Alles, was ich jetzt hier mache, würde ja normalerweise auf dem normalen Monitor dargestellt werden, wird aber jetzt hier oben dargestellt werden. Und ich kann mal schauen, ob ich das jetzt hier ausklappen kann, ohne mir die Hände zu brechen. Im Vergleich, ihr könntet also auch beide Monitore verwenden. Jetzt seht ihr ja schon, was das für ein Größenunterschied ist. Hier oben das Smartphone hat 7 Zoll, hier unten der kleine Bildschirm hat, glaube ich, 2,5 oder 3 Zoll. Und von der Latenz her, also es ist eine ganz minimale Verzögerung zu spüren, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so tragisch, wenn man hingeht und zum Beispiel Astrofotografie betreibt oder auch wenn die Kamera, ich sag mal, so ganz nah am Boden geführt wird, man hat dann das Smartphone nach hinten geklappt, das ist alles kein Problem. Und ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit, wie man sowas wunderbar realisieren kann. Wichtig ist halt nur, dass man halt ein Smartphone besitzt, am besten eins mit USB-C-Eingang, weil das von der Geschwindigkeit her ausreicht, damit die Daten ordentlich vernünftig übertragen werden. Und halt das mit dem Kugelkopf und mit der Halterung und sowas ist natürlich optional. Aber es ist natürlich wesentlich angenehmer, das Ganze so zu montieren, als wenn man das Smartphone die ganze Zeit in der einen Hand halten muss. Aber es gibt da natürlich auch noch eine wesentlich bessere Lösung als wie jetzt das hier. Denn das ist ja jetzt eine Lösung, die mir quasi das Verwenden eines Mikrofons blockiert, weil das würde ja ebenfalls auf dem Blitzschuh montiert werden. Aber auch dafür gibt es eine Möglichkeit, die zeige ich euch noch schnell. So, und zwar bin ich hingegangen und habe mir so einen Kameragrip gekauft. Das ist jetzt der von Neuer. Also Neuer Small Rig heißt der, glaube ich, oder Neuer Kameragriff, der kostete um die 25 Euro. Und der bietet mir halt die Möglichkeit, hier vorne drei Blitzschuhe sowie hier hinten sogar noch einen vierten. Das heißt, ich kann also hier wunderbar ein Kameralicht montieren, ein Mikrofon auf der Seite, hier oben meinen Field Monitor. Ja, und das ganze Equipment, ihr seht schon, das ist jetzt gewaltig gewachsen. Das würde man jetzt auch eben nicht mehr so halten, wie ich es mache, sondern eben hier oben an dem Griff. Das heißt, dadurch kann man es wunderbar ruhig schwenken und ja, man hat halt das ganze Equipment gleich alles kompakt schön zusammen. Ich sag mal vom Gewicht her, die Kamera, das ist jetzt die FZ2000, die ist ja an sich schon nicht leicht, aber ich glaube, das ganze Equipment, das wiegt jetzt vielleicht 3 Kilo, wenn überhaupt. Ich habe jetzt keine Waage da, um es wirklich wiegen zu können, aber ich denke, es wiegt so um die 3 Kilo und ja, finde ich absolut genial. So kann man sich halt eine kleine professionelle Ausrüstung zusammenstellen für wenig Geld. Wie gesagt, das Smartphone muss halt vorhanden sein. Ein Mikrofon, das ist jetzt hier das Rode Micro, heißt das, glaube ich. Dann so ein Kameralicht, das hat mich auch so um die 20 Euro gekostet, ist von VGIM. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier gar keine Empfehlungen für irgendwelche Produkte aussprechen, sondern schaut einfach mal, was da am ehesten in euer Budget passt, beziehungsweise was vielleicht auch gute Bewertungen hat oder was für euch vielleicht von anderen Freunden empfohlen werden kann. Mir ging es heute nur um diesen Field Monitor. Ich finde, das ist eine mega geniale Lösung, egal ob es jetzt für Astrofotografie ist, weil da finde ich es unheimlich schwierig, wenn man abends die Sterne fotografiert, da exakt den Punkt zu treffen, wo man wirklich hin fotografieren will. Oder auch wenn es um bodennahe Aufnahmen geht, wo man quasi so Schwenks ganz knapp über den Boden machen möchte
oder so eine Drohnenflugsimulation, wo man ganz knapp über den Boden geht und dann auf einmal startet. Ja, ich sage mal, ohne Field Monitor ist es zwar möglich, aber schwierig. Vor allen Dingen auf dem kleinen Display erkennt man nicht wirklich was, aber auf so einem 7 Zoll Display oder je nachdem, was ihr für ein Smartphone habt, ist es halt 6 Zoll, 8 Zoll, je nachdem, eine wesentliche Erleichterung. Und wenn ihr euch mal überlegt, die Apps, die ich jetzt hier verwende, die sind tatsächlich kostenlos. Es gibt auch, glaube ich, kostenpflichtige Apps, die liegen dann so bei 3 bis 5 Euro. Auch da müsstet ihr halt mal schauen, was für euch am empfehlenswertesten ist. Ich finde dieses OTG-View erfüllt meine Zwecke voll und ganz, weil ich möchte darüber nicht die Kamera steuern. Da gibt es auch Apps, da kann man direkt über den Field Monitor zum Beispiel die Helligkeiten alles verändern. Hier gibt es auch so, ich sag mal so rudimentäre Einstellmöglichkeiten. Man sieht es hier oben. Aber das nutze ich gar nicht, weil ich stelle in der Regel alles direkt an der Kamera ein, dann ist es fix. Wenn ihr halt Apps haben wollt, wo ihr auch direkt über den Field Monitor oder über das Smartphone steuern könnt, dann probiert das einfach mal aus. Übrigens gibt es natürlich auch schon Kameras, die Bluetooth anbieten, ebenso wie Smartphones, die in der Regel auch schon Bluetooth haben. Das heißt, man könnte einen Connect eventuell auch über Bluetooth aufbauen. Da sind die Latenzen tatsächlich etwas geringer. Das heißt, von der Geschwindigkeit her wäre Bluetooth besser. Aber ich finde, über Kabel ist es etwas stabiler. Auch da solltet ihr einfach eure eigenen Erfahrungen machen. Letzten Endes erspart ihr euch dann halt dieses Kabel hier und halt diese Capture Card. Also mich stört es jetzt nicht. Es ist jetzt hier nach hinten verlegt. Normalerweise würde ich es hier vorne verlegen, dass es hier drunter verläuft. Dann stört es mich in keinster Weise. Aber auch so ist es überhaupt nicht hinderlich. Und ich würde halt die Verbindung über Kabel, Bluetooth oder WLAN vorziehen. Aber das müsst ihr natürlich selber entscheiden. So, und das war es auch schon zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht bringt euch dieser Field Monitor etwas oder ihr erkennt den Nutzen dieser ganzen Geschichte. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt mir auch mal, wo ihr euren Field Monitor einsetzt. Abonniert meinen Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.